Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Gegenüber von mir der wunderbare Salim Samatu. Danke für die Einladung. Und links von mir alle frei. Dankeschön. Grüezi. Was ging bei euch? Er hat gerade schon eine Folge angenommen und dann macht der Kameramann so hinter der Kamera, ey, wir hatten einen Bildfehler. Und der Anfang eben war echt scheiße, aber ich glaube, der war noch schlechter. Der war noch viel schlechter. Ich fand dann Grüezi. Das war richtig am Ende. Ja, mir geht's gut, wenn du das fallen wolltest. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Das war einfach nur, weil ich am Anfang an irgendwem den Ball rüberspielen muss. Jetzt ist aber bei dir. Viel Spaß. Ja, ich war in der Schweiz. Ja, ich habe ja schon mal in der Folge gesagt, ich habe jetzt mehr Sport gemacht. Und in der Schweiz, wir, kennst du doch Treppenlaufen? Ja. Yeah. Und wir haben in der Schweiz, wir nennen das die Treppe. Und das ist so beim Berg und da hast du, also da läufst du einfach so einen Kilometer oder noch mehr, ich weiß nicht, wie viele Stufen das sind, einfach eine Treppe hoch, aber das ist so in den Berg reingebaut. Ja? In Zürich oder wo ist das? Nee, das ist in der Nähe von uns, das ist Olten, aber es sagt niemand was, außer die Leute, die in Olten wohnen. Und ich weiß noch, ich habe eine Story dazu, das habe ich vor Jahren, Anfang 20, ich habe in Deutschland gelebt und mein Vater ist auch so unglaublich sportlich, ja, und die machen immer nur Sportsachen. Und er meint so, ja, wir gehen die Treppe machen, alle, kommst du mal mit. Und ich so, wie, ihr geht die Treppe machen? Ja, wir laufen dann eine Treppe hoch. So, was ist das denn, ja? Und ich so, ja, kommst du mit? Ich so, ja, klar. Und er meinte aber, Alter, das ist mega hart. Das ist so heftig, du wirst da sterben. Ich so, ihr lauft eine Treppe hoch, was ist los mit euch? Ich so, ja, okay, dann renne ich halt einfach schnell. Er so, du kannst die nicht rennen. Ich so, wie wollt ihr mich verarschen? Natürlich renne ich die. Ich laufe doch nicht wie so ein Opa die hoch. So, Alter, du kannst die nicht rennen. Das geht viel zu lange, du musst die laufen. So, ich habe diese Treppe gemacht. Das ist etwas vom Schlimmsten, was du tun kannst. Du bist tot danach. Und du denkst, guck mal, das Schlimme ist, ich gehe da hin, das war aber vor 8 Jahren oder so, richtig fit, ich gehe da hin, ja, und fange an zu rennen. Die sind ein paar, die sind hinter mir, sie lachen nur. Ja. Ey, du schon noch, ich sag dir wirklich schon noch so, ja, in einer Minute, ey, nenn dich mal. Du musst gehen. Kannst du die Treppe beschreiben? Also wie lange geht die hoch? Ja, eben, ich weiß nicht, wie lang die ist, vielleicht über einen Kilometer den Berg hoch halt. Einfach aber Stufen. Steil hoch, ja, es gibt auch krank in die Waden und du, Luft und so, ja. Du bist nur so, also ich bin ganz ehrlich zu euch, am Schluss, damals, also das war damals, habe ich die auf allen Vieren gemacht. Auf allen Vieren? Ich war so wie ein Hund, bin ich da hochgegangen. Das ist so heftig. Du bist so kaputt, nur vom Treppenlaufen. Vor allem, du musst dann ja wieder runter. Das ist erstmal tatsächlich nicht so schlimm. Okay. Ich weiß nicht mal warum, aber runter ist nicht so schlimm. Hoch. Ist was anderes, eine andere Bewegung, ist nicht so schlimm. Tatsächlich, runter fand ich nicht so krass. Ja, ist ja gegen die Steigung und ist ja Erdanziehung und aber so. Aber ey, das ist das Treppenlaufen, ist das krasse Training, was du machen kannst. Natürlich, Rocky 6, Alter, jeder, der Rocky geguckt hat. Das kann Treppen schon anhaben. Hast du Rocky geguckt? Hast du gesehen, wie er ja, aber er rennt auch hoch. Er rennt, ja. Aber rennt mal einen Kilometer einen Berg die Treppe hoch. Und ich dachte wirklich so, ey, diese Pfeifen und so. Aber ich war dann weit hinter denen, weit. Ach, und du warst jetzt nochmal an der Treppe, oder wie? Das haben wir Teil 2. Aber jetzt ist natürlich so, also ich habe das dann Zeit dann öfters mal gemacht. Und das ist einfach richtig gut. Das schade, ist richtig Mann, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Was egal, willst du? Komm, für 2021. Was willst du? Welche Ernährungstipps willst du wieder geben? Was für Ernährungstipps? Du weißt, ich habe 2 Attacken. Ernährung oder und Hitler. Weißt du, was das Witzige ist? Ich wusste schon, bevor er 2 Attacken gesagt hat, dass was mit Nazis kommt, aber dass er diesen Hitler so enthusiastisch hier reingeklatscht hat. Da ist er, der Adi. Komm, mach raus. Okay, im KZ Mauthausen. Warte mal dort. Ja, dort. Ja, erzähl mir. Ihr könnt das wirklich googeln. Wunderschöne Landschaft. Da gibt es auch Treppen wahrscheinlich. Exakt. Oh, das weißt, eine du, weißt du, was so schlimm ist? Wie du Sachen beschreibst. Hast du das gerade gehört? Wie heißt es? KZ Mauthausen. Mauthausen. Wunderschöne Landschaft. Wirklich wunderschöne Landschaft. Wer beschreibt denn so ein KZ? Das ist das Problem. Das ist das Kranke. Wenn du in Auschwitz warst oder in Mauthausen, diese KZs wurden ja richtig abgelegen gemacht, damit da keiner hinkommt. Das heißt, mitten in der Natur. Das heißt, wenn du nicht wüsstest, was da ist, mega Wellnessort. Wirklich googelt KZ Mauthausen. Oh, da ist so ein, nein, wirklich. Es ist so ein Berg unten ist so ein See. Auschwitz aber nicht. Das war in der Stadt. Nee, Auschwitz war, Dachau war in der Stadt, aber Auschwitz ist ja mitten im Wald. Das ist so nein. Jetzt ist es eine Stadt. Also das war ja eine Stadt. Das war auch damals schon eine Stadt. Wirklich? Ja. Krass. So kleine, weil du warst nie in Auschwitz, oder? Niemand. Nee, so, wir einfach immer labern. Den Endgegner muss ich mir aufheben. Ich muss erstmal alle anderen. Das war mein Ziel. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich war, habe ich das nicht mal erzählt? Ich war in 2. Ich war in Auschwitz und in so einem kleinen an der französischen Grenze. Und das fand ich viel schlimmer als Auschwitz. Yeah. Weil es so klein war. Du hast richtig gemerkt, so, das war, weißt du, Auschwitz, wenn du da reinkommst, das sind riesige Häuser. Du denkst so, okay, da ist ein Haus, das ist eine riesige Straße. Das war eine richtige krasse Anlage. Das ist so absurd. Das sieht eher so aus wie eine komische Hotelanlage. Ja. Yeah. Aber das andere war so mitten im Wald, wie du sagst, schöner Wald. Aber es waren so ganz kleine Baracken und so. Und das hat mich noch viel mehr getroffen. Oh, ja, das Schlimmste war, also wirklich das Schlimmste, also das trifft einen mehr, weil du spürst diese Depression. Das heißt, bei dem anderen, bei Auschwitz, umso, ich weiß nicht, wie unmoralisch das klingt, aber du kannst dich
in fetten Anführungszeichen an den Alltag ein bisschen gewöhnen, weil das alles städtisch ist. Es wirkt familiär. Yeah. Du wirkst dich die ganze Zeit, okay, mein Ende kommt jeden Moment. Es wirkt auch tatsächlich, wie soll ich das sagen, sauberer. Ja. Du hast da Straßen, da laufen Straßen durch, die Gebäude sind riesig. Ja, ja. Du hast mehrstöckige Gebäude und es ist so, eben gesagt, so Tore, so da geht's rein. Und das andere, du merkst richtig so, hier beim anderen, da wurden Leute versteckt, irgendwo so Stacheldraht. Die hatten so ein Ding, was mich so fertig gemacht hat. Die hatten einen Raum, wo die Gefangene reingetan haben. Der war so viereckig, ja. Der war so wie ein Mensch, die Größe, wenn du auf die Knie gehst. Und die haben das so eingerichtet, dass du nur auf deinen Vorderfüßen stehen konntest. Hinten war das so mit Stacheln. Also die Leute waren so drin und mussten so als Strafe stehen da drin. Und ich war damals 16. Das hat mich so fertig gemacht. Also ich habe dann wirklich noch wochenlang immer so schlecht geschlafen, dran gedacht und so. Sobibor. Ja. Sobibor war das Schlimmste. Aber erzähl über die schöne Landschaft. Ach so, sorry, genau. Ach genau, Mauthausen. Um den Kreis zur Treppe zu schließen. Nee. Als ich in Mauthausen war, also wirklich ein Riesenberg, und da war die Folter von denen, dass die Steine nehmen und auch so eine unendliche Treppe hochlaufen. Da gibt es auch quasi so eine unendliche Treppe, die nennen die Stufen des Todes. Könnt ihr wirklich googeln, KZ Mauthausen. Und da mussten die Leute hochlaufen, komplett hoch, runter, bis sie halt nicht mehr konnten. Und dann haben die sich irgendwann, es ist wirklich krass, dass diese Treppen, wie du gesagt hast, so vernichtend sind und so energieraubend. Wenn du dann noch etwas dabei trägst, das war quasi, das sind mehr Leute gestorben als in der Vergasungsanlage. Stufen des Todes. Deswegen unterschätzt niemals Treppen. Boah, das ist wirklich krass, Ende, Alter. Ja, ja. Das schätzt niemals. Nein, aber das brennt so hart in den Oberschenkeln. Das ist der Tod, wirklich. Ich bin hochgelaufen. Zweimal, ich konnte auch nicht mehr. Das war richtig der Tod. Wirklich, Treppen sind krass. Wenn jemand sagt, mach, weil du brauchst, guck mal, wir heulen alle rum mit Lockdown. Sorry, ich muss gar nicht, gerade wie so schlimme Bilder im Kopf. Du stellst dir gerade einen voll schlechten Gag, ich hab den extra vergessen. Ich auch, bin auch gerade so diese Stufen, wie du da stehst. Was ich gedacht hab? Unterschätzt niemals Treppen. Unterschätzt niemals Treppen. Ich hab dran gedacht, wie einer von den Hauptlieferanten von den Nazis, ThyssenKrupp, ist ja dann nach dem Krieg auf Aufzüge umgestiegen, und dann wollte ich einen dummen Gag dazu machen, den habe ich mir aber verkniffen. Machst du ihn jetzt noch? Unterschätzt niemals Treppen, ist egal, ich hab den verkniffen und wollte. Meinst du, das war der Slogan von ThyssenKrupp oder was? Nein. Warum brauchen wir Aufzüge? Unterschätzt niemals Treppen. Ich habe zwei Nazi-Stories für dich. Erstens mal, wie er sich schon freut. Oh, wir trieben. Wusstet ihr, aber natürlich, ich habe schon gespoilert, wo Fanta erfunden wurde? In Deutschland. Fanta war in Deutschland erfunden? Ja, weil die Deutschen, also auch die Nazis, die mochten Cola. Also die hatten, weißt du, das war von Amerika, aber die mochten halt Cola. Aber dann war Krieg und Cola war immer schwer zu bekommen. Also haben die einfach quasi aus Sachen, die da von Schatten schon hatten, mit experimentiert, rumgemischt und so. Also, aber schon Cola, die Firma, weil die hatten ja auch einen Sitz hier. Aber die haben halt die Ressourcen nicht mehr bekommen. Dann haben die rumgemixt und so, und dann kam Fanta dabei rum. Das war billiger zum Herstellen, und das haben die dann im Sortiment gelassen, weil es sich gut verkauft hat. Ach, krass. Und dann irgendwann Mezzomix, so die Fusion. Stimmt. Krass, das wusste ich gar nicht. Was war die zweite Story? Das habe ich kürzlich. Diese Fanta-Story, ich weiß nicht, sollen wir darauf noch eingehen? Krass, soll ich sagen, ich war gerade trotzdem dankbar, weil ich hatte gerade eben auch wieder dieses Gefühl, weil ich habe direkt an dieses Telefonat denken müssen, wie mich diese Aktivistin angerufen hat nach dieser Dachau-Open-Mic-Geschichte. Und deswegen habe ich mich nicht getraut, irgendwas dazu zu sagen. Wir sind schon richtig eingeschüchtert. Ich habe richtig Angst. Weil wir wegen Salim immer mit irgendwelchen Leuten reden müssen. Und ich war so nah dran, Zigeuner zu sagen. Aber ich habe es nicht gemacht, also nicht ganz. Wo wolltest du den Zigeuner platzieren bei der Story? Dass ich mit irgendwelchen Zigeunern reden muss. Ach so, ich dachte bei der Fanta-Story. Ich wusste nicht, wie du da Zigeuner noch platzieren. Wäre so geil, wenn jetzt die gleichen Z-Aktivisten genau diesen Schnipsel von dir nehmen. Schon einfach innerhalb von 10 Sekunden dreimal. Keiner hat sich getraut, die Fanta mal zu trinken, die erste. Also. Tiger. Ey, verstehst du das nicht mit dem Tiger? Kannst du es mal für den Hörer erklären, weil du machst das fast jede Folge. Was ist die zweite Story? Erklär's niemals. Was war diese zweite Story? Weil dieser Fanta war. So hat das was mit Nazi zu tun. Ja, stimmt. Das war aber so. Das ist so, ich mag so random Wissen, das du nie gebrauchen kannst. Ja, aber das ist wie so eine Nazi-Story, wenn ich dir jetzt erzählen würde, hey, mein Opa ist 1935 in Marokko geboren. Nein, jeder Mensch kennt Fanta. Ja, wer einfach zurück zu dem Thema will und ich dankbar bin, dass wir nicht mehr bei dem Thema sind. Komm, für dich noch, weil das gerade aktuell war. Kennst du Ivan der Schreckliche? Schreckliche, Alter. Das war so ein, natürlich, Alter. Warte, es gibt zwei. Es gibt einmal die historische. Ja. Du meinst den John Demjanjuk. Genau, ja. Natürlich. Ah, okay. Und das ist doch voll die große Sache gewesen, dass der dann im Nachhinein angeklagt wurde. Um das kurz, der war halt Offizier oder was so in einem Nazi-Lager, ja? Ja. Und dann wurde er Jahre später dafür angeklagt, weil die Leute gesagt haben, ey,
du bist Ivan das Schreckliche, weil über den gab es so Geschichten und der hat die ganz schlimm behandelt, die Leute. Ihr habt das schon mal gehört. Genau, ne? Da zum Beispiel Frauen so mit dem Säbel die Brüste abgeschnitten, bevor er die ins Vergasungsdings geschickt hat. Und der kam dann vor Gericht in Israel, war das, oder? Und jedenfalls voll die krasse Sache. Dann wurde der verurteilt, kam ins Gefängnis. Dann kamen Jahre später, haben die so einen Brief gefunden oder so Briefe von anderen Offizieren, die jemand anders als Ivan der Schreckliche quasi auszeichnen und sagen, das ist der. Also kam der wieder frei. Ja? Und dann wurde der, genau, der hat immer beschreit, dass er da war. Wie heißt das? Sobibor. Sobibor, noch ein anderes, egal. Aber er hat immer beschreit, dass er da war. Treblinker. Genau, ja, guck mal, das, da kennt er sich aus. Und hat immer der hat bestritten, dass er da war. Immer, bis am Schluss, ja. Und dann kam er ja wieder frei. Und dann haben die ihn aber angeklagt, einfach nur, weil er der Offizier war. Weißt du, da haben gesagt, okay, du bist vielleicht nicht Ivan der Schreckliche, aber wir sind ziemlich sicher, du warst da, ja. Und er so, nein, nein, ich war nicht da. Dann kam er wieder ins Gefängnis, oder? Also wenn du willst, wenn du willst, kann ich dir die... Warte, lass mich kurz singen und dann machst du weiter. Ja, mach zu Ende und dann gebe ich die korrigierte Version. Das was kann auch sein. Wie so ein arroganter Professor. Ja, ja, aber das mit dem Rotstift schon so. Da war ganz viel voll. Wie ich gestern bei der Studie. Stimmt auch nicht. Kriegen aber jetzt ist das Krasse, was nämlich ist, ja? Und das jedenfalls ist der gestorben. Mit irgendwie 91, 92. Und jetzt, glaube ich, vom halben Jahr kamen Bilder raus, Fotos von ihm in diesem Dings. Er war also doch. Ja. Ich weiß nicht, ob er Ivan der Schreckliche war, aber es kamen Fotos raus, wie er da so posiert, so in diesem Lager, wo der eindeutig infiziert wurde mit Namen und allem. Jetzt geht's los, Alter. Halt euch fest. Ich erzähle dieselbe Story nochmal. Oh, und dann könnt ihr mal diese Unterschiede sehen. Ah, ist das herrlich. Jetzt erzähle ich euch, jetzt kommt die Story, aber korrigiert und richtig dramatisch. Also passt auf. Guck, und genau deswegen, nur kurz für alle weiteren Folgen, deswegen, wenn er mich so anguckt, wie er dich angeguckt hat, bin ich meistens dann ruhig und lasse ihn einfach machen. Dieser Blick. Haltet euch fest, Leute, wirklich. Der Hörer, YouTube, holt euch Popcorn. Diese Story wird euch sowas von die Nüsse wegfrittieren. Die Story ist richtig krank. John Demjanjuk, also quasi, was auch immer seine Vorgeschichte war, ist alles in Anführungszeichen, weil er bis zum Schluss nicht verurteilt wurde. Das heißt, das zu sagen, ist alles jetzt in Anführungszeichen, weil kein Gericht ihn schuldig gesprochen hat. Er war irgendwo in den USA, hat er als Fabrikarbeiter gearbeitet. Und auf einmal kamen von den Sowjets, wurden neue Akten veröffentlicht, die ihn quasi in junger Form zeigen, dass er ein KZ-Wärter in Sobibor und in Treblinka gewesen sein soll. Was passiert dann? Die sagen ihm, hey, das ist einer von den Nazis, sein Visum wurde ihm entzogen und er wurde in Israel vor Gericht gestellt. Problem ist, bei solchen Verbrechern, die haben keine Anwälte dort eigentlich. Die haben ja keinen Anwalt. Die gehen da einfach nur hin und werden eigentlich zum Tode verurteilt. Nicht Gefängnis oder so, es ging direkt um den Tod. Es ging nur um den Strang. Das heißt, der Typ wird vor ein jüdisches Gericht in Israel, wird er quasi vor Gericht gestellt. 20 Jahre vorher gab es den Adolf... Aber Moment, der hatte einen amerikanischen Anwalt. Jetzt kommt's. Der ging nämlich mit ihm dahin. Aber ja, der war nutzloser als Fanta für einen Diabetiker. Versteht ihr, was ich meine? Der war nutzlos. Der hatte keine Ahnung vom Recht. Plus, dieser Prozess ist neu. Die haben gar keine Ahnung. Und dann brauchten die einen israelischen Anwalt. Und der Prozess war ja auf Hebräisch, oder? Ja, war komplett auf Hebräisch. Also dieser Amerikaner war noch nutzloser. Leere Fanta-Flasche. Komplett nutzlos, dieser Typ. Der Typ war hart nutzlos. Er sitzt dort einfach nur. Ganz Israel will seinen Tod. Es war quasi einfach nur so ein Schauprozess, wie 20 Jahre zuvor war Adolf Eichmann, wurde dort auch verurteilt, aber einfach nur, dass das sagt, die gehen das durch, machen einen riesen Show. Das war ja auch Kritik dran, dann. Genau. Dass sie gesagt haben, ey, aber weil Kameras waren da und. Ja, ja, genau. Ich meine, du kannst dich natürlich schlecht rechtfertigen. Mega, Einschaltquoten. Weißt du, du bist halt so. Ja, klar. Das ist halt nur so ein Dingsding. Und was passiert dann? Die brauchen einen israelischen Anwalt. Aber wie willst du zur Hölle einen jüdischen Anwalt finden, der einen KZ-Wärter verurteilt? Riesen-Shoutout an den Anwalt Schäftel, Leute. Schäftel, war nämlich sein Israelischer Anwalt. Ja, alle, diese Namen kennt, weißt du? Digga, ich habe die Story mal irgendwo gelesen, er so, oh, ich habe doch... dieser Schäftel, wenn, ja, gut, ihr ihn googelt... wenn du so eine Doku guckst, ne? Googelt... Und dann alles nachgoogelst. Googelt Anwalt Schäftel. Das war der klischeehafteste Jude, den ihr finden könntet. Wenn du einfach nur ein Bild von ihm genommen hättest, schwarz-weiß, hättest du gedacht, das wäre Goebbels Karikatur gewesen. Der hatte so Zipfel und alles. Der hatte so Zipfel, so kleinen Bart wie Himmler, 1:1 den Himmlerbart. So Brille und mit diesem besten Dialekt, der so, hey, I'm a troublemaker. I love to do troublemaker. So, I saw this task to defend the Nazis. Das Schlimme ist, dass er sich noch die ganzen Original-Audios reingezogen hat wahrscheinlich. Augen, der hatte diese Maulwurfsaugen. Weißt du, so, ich hatte ganz kurz die Hoffnung, ich erzähle ihm was, was er vielleicht so mal gehört, der freut sich. Und der gleich so, nein, hör zu, das war genau so. Nee, ich hab dich komplett durcherzählen lassen, um jetzt diese neue Version zu machen. Das heißt, dieser ganze israelische Staat, die hatten 20 Staatsanwälte, die gegen
dem Janjuk waren. Das war eigentlich nur ein Schauprozess. Die gehen hin, Alley-oop, Strang, zack, Attacke und machen noch ein bisschen Cash damit durch die Einschaltquoten. Der Amerikaner hatte gar keine Chance. War alles auf Hebräisch. Selbst die Gesetzestexte waren auf Hebräisch. Der hatte gar keine Chance. Keiner wollte Übersetzer sein. Der ganze Staat hat gesagt, wer mit denen zusammenarbeitet, ist ein, die haben für die Juden, die Nazis Helden haben, haben die so ein Wort, so ein Verräterwort. Dann bist du die schlimmste Art von Jude. Ja, ja. Dann bist du noch schlimmer als ein Nazi. Noch schlimmer als Nazi, ja. Genau. Du bist ein Verräter, Verräter. Mhm. Cheftel didn't give a fuck. Er ging hin. I'm a troublemaker. I love to do trouble. I always like this. Hat er den gleichen Dolmetscher wie Trump, oder? Ich schwöre, redet 1:1. Ich mache ihn perfekt nach. Weißt du, wie oft ich diesen Typen aufgesaugt habe? Und der Typ sagt, this is a challenge. I cannot pass. Und auf einmal, die so, Demjanjuk, wer ist dein Anwalt? Haben Sie einen, der Hebräisch kann? Der amerikanische Anwalt, Tic-Tac-Toe, spielt so Super Mario, hat keine Ahnung. Und dann Cheftel kommt rein wie Thanos. Puff. I'm his lawyer, let's do this. Und ihr müsst wissen, Nazis von der ganzen Welt haben ja gespendet. Auch die Tochter von Himmler hat so eine, wie nennt sich das, Stille Hilfe. Das war so eine Organisation von Nazis, die quasi all diesen nachkommenden Nazi-Kriegsverbrechern die Anwaltskosten bezahlt. Das heißt, der Cheftel. Aber war das im Geheimen? Im Geheimen, im Betrieb. Weil sonst ist es nämlich kein gutes Zeugnis für dich, wenn du gesponsert wärst von Ex-Nazis. Genau das hat der Cheftel gemacht. Der so, money is money, I don't care. Ich sag dir, er wird immer französischer, desto öfter du sagst. Ich mir den Vorstell einfach wie Hitler, wie Himmler mit so Locken, das war's. Ich wünschte, ihr könntet sein Bild jetzt schon sehen, damit ihr euch jetzt den Arsch ablacht. Aber ihr seht hier nonstop sein Bild. Ey, bitte, Chris, achte darauf, dass dein Bild die ganze Zeit da drauf ist. Dieser Typ ist eine Legende. Das heißt, dieser Typ sitzt dort und verteidigt einen Nazi-Kriegsverbrecher in seinem eigenen Land vor seinem. Die haben ihn getötet. Die haben, also der hatte nonstop Morddrohungen. He didn't give a fuck. Er hat gefeidet. Und dann musst du dir vorstellen, dann passiert das Schlimmste. Das ist ja eigentlich ein Schauprozess. Das heißt, sie nehmen diese angeblichen Opfer, ne? Nehmen die dahin. Ja, Moment, du sagst es jetzt sehr so mit angeblichen Opfern. Jetzt kommt's. Es geht los, warum ich angeblich sage. Es gibt viele Opfer, absolut Respekt. Aber dann kamen angebliche Opfer für die Show. Das heißt, da kam teilweise, weil bei Eichmann haben die einfach jeden Typen da reingeballert, die einfach emotionale Stories erzählen, weil keiner traut sich ja, die ins Kreuzverhör zu nehmen. Du kannst ja nicht den Auschwitz-Überlebenden, der da rumheult, dann sagen, Moment mal, wo war das eigentlich? Ne? Das traut sich ja keiner. Bei Eichmann traut sich das niemand. Der Einzige, der sich das traut, Cheftel. Das heißt, dann auf einmal dieser Typ heult da rum. Oh, it was so horrible. It was him. I know it. Ba-ba-ba-ba. Und er ist, okay, thank you very much. Go. Und dann Cheftel. Wait. Cross examination. Typ steht auf. So when was it exactly? Und dann der dann so, it was in the time of the war. When was it exactly? Der Typ. Die waren so schlecht gebrieft, oder was? Der Typ war voll überfordert. Ja, das ist ein Punch aus dem Nichts. Ja, aber du musst auch an der Stelle sagen musst. Ja, weil, guck mal, das ist schon wieder, du nimmst mir schon wieder die falsche Seite an, von wem du hilfst. Nimmt er sowieso immer und deswegen. Guck mal, was man nicht vergessen darf, die Leute waren ja teilweise 95, plus 98. Die waren hart alt. Die waren alt. Deswegen, weil ich habe auch was gesehen, weil ich habe diesen Bericht gelesen, da haben den Typen gefragt so, wie sind sie denn damals, Wie sind sie da hingekommen? Und wo warst du? Nach Amerika, oder? Genau, wie sind sie nach Amerika? Und der sagt, bei Train. Ja, mit dem Zug. Und der Typ so, na, das wird wohl nicht stimmen. Aber das halt trotzdem nicht vergessen, die sind uralt. Die ganze Zeit. Ja, und plus das Trauma, was die erlitten haben. Ja, der Man. Übertrieben. Aber trotzdem, vor Gericht ist trotzdem, wenn du kommst. Nein, ich weiß, was du meinst. Er hat das ausgenutzt. Du hast vollkommen recht. Es hat vorher nie ein Anwalt niemals hat bei denen nachgefragt. Komplett. Weil die kamen da hin und sagen, der hat das gemacht. Und niemand, weil da waren so, ja, das ist schlimm, wir lassen die. So wie bei 300, als Xerxes diesen Pfeil bekommen hat. Der war so, was? Ich kann bluten, das war so aus dem Nichts, weil keiner traut sich. Deine Quervergleiche sind einfach so. Weil der Amerikaner war auch so voll schockiert. Der so, hä, warum fragt er mich? Der so, hä, du bist doch einer von uns. No, I'm not one of you. Und der fängt so, ich schwöre, wir müssen ihn anhören, er ist so eine Legende. Der steht dann da, der so, so when was it exactly? Und der Typ so, haben wir sich jetzt noch den Nippelspiel mittlerweile. Gleich kommt das Nippelspiel. Und der dann so, der Typ so, yeah, I know, when was it? Tell me just the year. Und der dann so, it was 1946. Oh, the war was over by then. Und dann ist jeder von diesen Zeugen ist dann ja ausgenockt. Das heißt, wenn die Müll labern, ist er ja außer Gefecht gesetzt. Der Cheftel gefeidet. Was passiert dann? Am Ende, ganzer Prozess passiert. Was passiert dann? Puff. Demjanjuk, death by hanging. Zack. Zum Tode verurteilt. Alle heulen. Cheftel, round two. Einspruch. Alle heulen, niemand hat Gold. Niemand, außer, der Dings hat Gold von der Familie, der Amerikaner. Und Cheftel war so, zack, Runde 2. Einspruch, oberster Gerichtshof. Weil jetzt kriegt er noch mehr Cash, wird er die ganze Zeit weiterbezahlt. Der wollte alles aus diesem Demjanjuk rausholen. Was passiert dann, Leute? Jetzt kommt der Wendepunkt des
das Krasseste. Was passiert in dieser Zeit, wo er im Todestrakt sitzt? Nicht einfach nur im Gefängnis, sondern er wartet auf seine Hinrichtung. Sowjetunion, die Mauern fallen. Ja, genau, das war's, ja. Was macht Schiff Dell? Der sagt, hey, stille Hilfe, Nazis der ganzen Welt. Flugtickets. Er fliegt in die Ukraine und lässt sich diese Akten rausholen und findet dann auf einmal alle Bilder, alle Akten von Demjanjuk und seiner Zeit. Das heißt, er findet dann ein Bild von ihm, wo dann John Demjanjuk angeblich drauf sein soll und nebendran der andere Ivan, der Schreckliche. Das heißt, es war so ein Bild nebendran, wo unten dann geschrieben wurde, quasi Bilder, die quasi den John Demjanjuk entlasten. Die findet der im Nichts. Ich bin einfach falsch beschriftet von rechts nach links. Genau, alles nebendran. Der ist es. Komplett. Ein random Typ. Von rechts nach links. Genau. Ivan, der Schreckliche. Und Ivan, der ist auf der gleichen Höhe gestanden, aber ein Stück versetzt. Es war so minimaler Fehler. Es war so Dings Ivan Marchenko. So hieß er ja ein OG. Dieser Ivan Marchenko, ja. Der sagt Ivan Marchenko rechts, anderer Ivan links. Der dann so, as we can. Und dann oberster Gerichtshof geht los. Der hat sich das aber aufgehoben. Das war wie so ein Ass im Ärmel. Der hat keinem davon erzählt. Dann auf einmal letzter Gerichtshof passiert. Was passiert kurz vor dem Gericht? Ihr müsst überlegen, oberster Gerichtshof, die Oberjuden, das waren die obersten jüdischer Gerichtshof. Das war die höchste Stage auf der Welt. Alle gucken dahin und sagen sich schon, okay, die Israelis haben trotzdem schon gefeiert, dass er jetzt stirbt und so. Das war seine letzte Chance. Was passiert an dem Tag, wo Chef Dell sich auf den Weg dahin macht? Säureangriff. Säureangriff, Säureangriff, Säureangriff. Auf Chef Dell. Die ganze Zeit schon, aber da war er einmal unachtsam. Ist dann rumgelaufen, zack, Säure, fast erblindet. Das war so ein Mikrometer. Ich glaube, ein Auge ist erblindet. Ein Auge ist erblindet, aber komplett fast blind. Ja, fast ja, gewesen. Stimmt, sorry, ja, das heißt, der Typ sitzt dort, zack, 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 zack. Wenn du jetzt ihn verteidigst, töten wir dich. Er ist im Krankenhaus, Gericht wird vertagt, weil Chef Dell nicht hingehen konnte, weil er im Krankenhaus war. Was passiert? Er ruft an, der John Demjanjuk, er sagt dem Chef Dell, sagt, hey, ich wurde gerade, also der John Demjanjuk ruft Chef Dell an, hey, Chef Dell, wo bist du? Er sagt, ich habe gerade einen Säureangriff bekommen, ich glaube, ich verliere mein Augenlicht, ich bin jetzt erstmal im Krankenhaus. Und dann sagt John Demjanjuk, tränenrührend, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, ich werde dann jetzt wohl sterben, danke dir für alles, trotzdem vielen, vielen Dank. Weißt du, was ich einfach so interessant finde, ich muss ganz kurz unterbrechen, ja, weil ich kenne halt die Story ein bisschen von diesem Spiegelartikel und so, ja, aber aus seiner Sicht, ich finde es einfach so geil, wie er macht Nazis immer zu Helden, das kostet mich auch an. Ja. Nicht der Nazi, Chef Dell, es geht nur um Chef Dell. Du hast aber gerade diesen John Demjanjuk als fühlendes, köstliches Wesen beschrieben. Er stirbt ja bald, er stirbt. Ich finde das ja okay. Hat so eine Familie, kleine Kinder. Nur interessant. Ja, ja. Ich finde es ja nur lustig. Also der Typ weiß, ich sterbe jetzt. Das ist immer ein Moment, wir können sagen, was wir wollen, wenn sich ein Typ verabschiedet, der sich nicht verabschiedet, ciao, ich bin jetzt weg, sondern der sich verabschiedet, weil er jetzt stirbt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ihr heult immer, egal wer das ist. Wenn jemand sagt, also Mama, meinst du, als Hitler im Bunker war und gesagt hat... Der hat sich aber von jemandem verabschiedet, der hat ja direkt... Der hat doch mit Eva zusammen, oder nicht? Ja, aber das war kein Ciao. Bloß es war Selbstmord, aber er kann ja nichts dafür. Ach so, wenn jemand... Okay. Okay, du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt mit dir chille und sage, hallo, ciao, wir sehen uns. Das heißt aber nicht, du weißt jetzt, er verabschiedet sich nicht, weil er weggeht, sondern er bekommt jetzt die Todesspritze. Dann weißt du, das war's. Bei dir kann es aber immer sein, dass du in der Zwischenzeit zwischen zwei drehst einfach. Meine ich ja. Auf jeden Fall, dieses Telefonat war krank. Das war tränenrührend. Ja, yeah, wirklich. Also er war den Tränen nahe. Demjanjuk hat geheult, weil er seine Kinder sagt, ey, ihr müsst jetzt ohne Vater aufwachsen und bedankt. War der nicht schon 90? Digga, was für 90? Digga, bitte unterbrich jetzt nicht, Digga. Der war halt auch jung. Er ist mit 90 gestorben. Ach so, ja. Es kommt doch. Also jung ist es ja, schon. Ja, ja, aber 40 Jahre zurück. Ja, nein, nicht so viel, oder? Nein, nein, also zwischen seinem Tod. 60, und oder? Nein, nein, also das Ding war in den 70ern und gestorben ist er in den 2000ern in Deutschland. Das kommt gleich. Der Typ heult. Krankes Fachwissen. John Demjanjuk weint. Er weiß, ich bin tot. Es gibt keine Chance. Er weiß ja nichts von den Beweismitteln, die Chef Dell in seiner Aktentasche hat. Er denkt, game over, das war's. Ja. Er so, danke dir. Ich werde, meine letzten Gedanken werden dich sein. Seine Frau war übrigens schwanger. Da hat gesagt, ich benenne mein Kind, was noch nicht geboren ist, nach dir. Danke dir für alles. Bla, bla. Und dann sagt Chef Dell, wait, 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 wait. Why do you think I'm giving up? Also, hey, du bist blind, du hast einen Säureangriff. Wie willst du denn kommen? Brother, as soon as this thing is over, I'm going to be with you and we're gonna win this. Der dann so. Die Staatsanwälte tanzt schon. Die so zack, vorbei, haben schon den Strick aufgewärmt. Dann auf einmal Chef Dell mit Augenklappe. Hello, I'm here, the troublemaker is back. Setzt sich hin, der so, haben Sie irgendwelche neuen Beweise? Oh yeah, I have. Geht nach vorne, zeigt diese Bilder von diesen Akten. Oberster Gerichtshof, die ganze Welt guckt zu. Verdammt. Oh, Freispruch, son. Demjanjuk, sein Testament geschrieben. Freispruch,
Ade her. Und wenn du beim obersten Gerichtshof ein Urteil hast, das kannst du nicht mehr anfechten. Das ist wie Thanos. Wenn du den besiegst, geht es danach nicht mehr weiter. Endgegner. Er geht zurück in die USA. Wunderschönes Leben. Cheftel hat mehr Cash damit gemacht, als, weil wenn du gewinnst, kriegst du ja noch mal mehr Cash. Er hat sein Leben ausgesorgt, Cheftel. John Demjanjuk ist zurück in Deutschland. Wie alt war der Cheftel zu dem Zeitpunkt? Der war so 60. Und der war richtig fresh. Porsche besorgt, Pimp My Ride, didn't give a fuck. Was passiert dann? Weil ihr müsst verstehen, das ist schon David gegen Goliath-Gedanke. Konnte der noch in Israel leben überhaupt? Ja, ja, aber ihr versteht, warum ich Cheftel feiere. Mhm. Weil es ist so ein David gegen Goliath des Todes. Der ganze Staat gegen dich. Er hat eigentlich gar keine Chance. Ja, dieses Underdog-Ding schon. Genau, es ist ein Underdog. Und dann? Aber das ist auch, guck mal, das ist auch eine moralische Frage, weil, ja, okay, es ist diese Underdog-Dings, aber es war trotzdem damals auch, dachte man ziemlich sicher, okay, der Typ ist das. Ist ja wirklich eine moralische Frage, machst du das? Also, weißt du, würdest du so einen verteidigen? Jetzt kannst du sagen, ja, voll, er hat Eier und so, aber willst du das? Ich möchte. Das ist ja bei jedem Anwalt so. Und ich finde auch, dass jeder, der ein Verbrechen hat, ein Recht auf einen Verteidiger hat. Die Frage ist ja folgende: Hat der Cheftel zu dem Zeitpunkt gewusst, dass der Beweis quasi ein Fake ist, der ihn rausholt? Nein, oder? Nein, also er dachte nein, wirklich, dass er den zu Recht verteidigt. Er hat wirklich gedacht, okay. Er ist es nicht. Dann ist was anderes. Nein, aber das stimmt nicht. Doch, er hat wirklich gedacht. Ja, aber guck mal, damals, als er ihn angenommen hat, war eher so, dass, und vor allem, wenn wir ja schlussendlich wieder zurückgehen, also dass er safe in diesem Lager war. Das ist ja safe. Ah, ja, aber der Demjanjuk hat behauptet, er war dort als Opfer. Also der Demjanjuk hat gesagt, ich war dort interniert. Genau, aber das war damals ziemlich safe, dass es fake ist. Und deswegen, ich glaube, klar sagt er, ich habe mir schon damals geglaubt, nein, das hat er nicht. Aber das ist das, was der in den Sternen steht. Also heißt, es ging darum, ist er der Ivan der Schreckliche oder nicht, weil genau. Als normaler Wärter oder was auch immer wäre er nicht zum Tode verurteilt worden. Doch, safe zum Tode. Das Einzige, was ihn quasi gerettet hat, war, ist er es oder nicht? John Demjanjuk war dort und hat gesagt, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Genau. Und das andere war halt so, das war dann ein neuer Prozess. Aber deswegen, ich bin nur noch drauf, ich glaube, der Typ wusste ganz genau, hey, irgendwas hat der Dreck am Stecken. Das war auch ein Showtyp, vor allem, was halt auch besonders war, diese Akten wurden veröffentlicht von der Sowjetunion, die sich im Kalten Krieg befanden mit den USA. Das heißt, die haben diese Russen, die quasi ausgewandert sind, in die USA. Und dann haben die auf einmal alle Akten veröffentlicht. Musst du auch diese Zeit überlegen. Das war dieses Sowjetunion gegen Amerikaner. Mhm. Die Sowjetunion macht alles, um USA zu destabilisieren. Ja, die haben tausende von Akten veröffentlicht von angeblichen Amerikanern, die angeblich alle angebliche Nazi-Kollaborateure waren. Das haben die ganze Zeit gemacht. Das waren keine Schwarz-Weiß-Beweise, sondern es war schon so ein bisschen Zweifel dort oben. Ja, ja, ja. Und der Demjanjuk, musst du überlegen, ihr müsst ihr noch diese Bilder vergleichen. Das war so ein alter Typ, der hat einen Autoarbeiter, der gesagt hat, ich war dort nicht, ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer. Das heißt, du kannst nicht sagen, er war es hundertprozentig. Weil die Beweise waren fraghaft, weil die ja von der Sowjetunion kommen. Und Cheftel nimmt diesen Prozess an, weil diese Leute... Nein, ich sage nicht, dass es hundertprozentig war, aber wenn du den Stand am Anfang hattest, deswegen war es ja auch ein Showprozess, dann war so, safe. Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, ob der Cheftel wusste, dass er da bewusst einen Kriegsverbrecher... Nein, das glaube ich nicht. Weil wenn er wusste, wenn er sicher wusste, ey, der ist Ivan der Schreckliche, vielleicht hat er, man redet ja auch mit seinem Verteidiger. Nein, da hat es ja bis zum Schluss nicht zugegeben, aber ich meine, der wusste ziemlich sicher, dass der Soldat da war. Und dann ist es, gerade wenn das ein Genozid an deinem eigenen Volk ist, schon eine krasse Nummer. Das ist eine moralische Frage, weil was ich über diesen Typen einfach gehört habe, das war auch ein Showtyp. Der hat das ja gewollt gesucht. Natürlich. Ja, eben. Weißt du, das war sein, deswegen mit Trump gar nicht so Ding. Der wollte das ja bewusst. Der wollte hier wissen. Und deswegen ist es für mich auch eine moralische Frage. Klar braucht jeder einen Strafverteidiger. Aber du bist halt ganz anders involviert, wenn du quasi in deinem eigenen Land, du weißt, es geht um dein Volk. Also dann ist halt schon eine Moralfrage. Ja, und die Frage, ob du ihn wirklich verteidigst aufgrund von, sag ich mal, Fakten oder ob du wie der Cheftel sogar dann wegen Cash da tief reingehst, irgendeine Scheiße ausgräbst und versuchst damit was zu... Genau, kannst du mir nicht sagen, der hat es nicht deswegen gemacht. Nee, plus, aber das ist dein Beruf des Anwalts. Also der selbst Mörder, die gestanden haben, kriegen ja trotzdem einen Anwalt. Ja, wenn du echte Beweise hast. Aber du bist anders involviert, finde ich. Wenn du echte Beweise hast, ist ja was anderes. Man sagt, ey, okay, hier ist das Messer und ein anderer hat ihn umgebracht. Aber selbst wenn es ein Mörder ist, brauchst du einen guten Anwalt. Keine Frage. Aber als Anwalt einen Fake zu präsentieren vor Gericht halt auch. Welchen Fake jetzt? Es gab keinen Fake. Also wir reden nicht von einem Fake. Das ist kein Fake. Nichts davon ist Fake. Dieses Foto meine ich. Das ist kein Fake. Das waren wirklich in den Akten drin. Das war einfach so. Da waren noch ganz viele kleine Sachen auch, wo du so nicht genau weißt. Weißt du, es war so, da haben ein paar gesagt, nee, das war Ivan das Schreckliche. Aber zum Beispiel war doch auch so, dass sein Name, der hat den Namen,
der aber auch aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Ivan der Schreckliche. Ja, das ist krass, weil der Ivan der Schreckliche hieß Ivan Marchenko. Ja. Ne? Aber er hieß John Demjanjuk. Und sein Name vorher war Ivan Demjanjuk. Und jetzt kommt's. Demjanjuk war der Name von seiner Mutter. Mhm. Aber also sein väterlicher Name war Marchenko. Das heißt, das schön. Könntest du sagen, das war ja, weißt du, das Fit. Deswegen, aber wir wissen es nicht bis zum Ende. Die Beweiswand hat schon so, wo du sagst, okay. Zwei Fragen. Erstens, der andere, der dann als Ivan der Schreckliche inhaftiert wurde, haben sie den direkt umgebracht? Den gab's gar nicht, den gibt's gar nicht. War schon längst nicht da. Schon, guck mal, wie viele Leben. Das heißt, sind sie haben den nur rausgelassen? Nein, sie haben ihn rausgelassen, weil er bringt diese Akten vom KGB. Oberster Gerichtshof. Typen ja, das weiß bereit, ich. Wärmen die Spritze auf und er sagt, bam, hier haben wir einen, weil es geht hier darum, beyond a reasonable doubt. Ja, ja klar, das ist klar. Aber das heißt, er ist dann rausgekommen und wurde bis zu seinem Tode nicht mehr. Nein, es geht weiter. Es gibt noch ein drittes Rematch. Er ist zu Hause, chillt, bis 2000 noch was, er ist 107 fast, ne? Und dann haben die gesagt, diese neuen Beweise kamen, die erst 2000 kamen, ne? Also das heißt, all das ist schon passiert. Und im Jahr 2000 passiert Folgendes. USA findet diese neuen Beweise, Marchenko. Nee, aber es waren nicht neue Beweise. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben irgendwann gesagt so, okay, vielleicht bist du nicht Ivan der Schreckliche. Aber du warst trotzdem aber dort. Du warst safe, ein Offizier. Genau, ganz die haben einfach gesagt so, weil die wollen ihn rankriegen, weil dafür waren die Beweise zu groß. Ja, ja, du warst vielleicht nicht der. Du warst nicht der, aber du warst neben dran. Ja, genau. Du warst safe da. Du hast vielleicht keine Titten abgeschnitten, aber Ärsche. Ja. So, dann haben die ihn, aber die konnten ihn nicht mehr in Israel verurteilen, also haben die ihn nach München geschickt. Die haben in Deutschland ihn verurteilt. Der kam nach Deutschland mit fast 109. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, waren sie es oder nicht? Er war so fast unzurechnungsfähig, er war fast schon eine Leiche. Also quasi wie Joe Biden jetzt, so Dead Man Walking, ist reingegangen. Die haben gesagt, ey, sind sie schuldig oder nicht? Das habe ich mitgekriegt, das in den letzten. Genau, und dann kam, nein, ich bin nicht, ich bin unschuldig. Und dann, bevor der Prozess begann, ist er gestorben. Das, den letzten Akt habe ich mitgekriegt, weil es da wieder in den Medien war. Genau, und dann ist er gestorben, quasi, er ist unverurteilt gestorben. Das heißt, immer wenn wir sagen, oh, du Dreckiger, hast das und das gemacht, müssen wir, wenn wir juristisch korrekt sein wollen, immer diese Anführungszeichen machen. Die Story ist krank. Ja, aber was eben das Ende ist von der Story, jetzt gerade kürzlich. Jetzt kam nochmal Beweis raus, jetzt ist vorbei. War ein Nazi-Fotograf, der da mitgelebt hat und da hat immer so Bilder gemacht, aber so sehr ästhetische Bilder, um da einfach zu dokumentieren. Ja, war das dieser Dings? Da gibt es noch eine Doku, wie heißt der nochmal? Da war es ein anderer Fotograf. Nee, du meinst den Fotograf von Mauthausen. Das ist was anderes. Ich kann nicht, wie der Typ heißt, aber der hat auch immer so Fotos gemacht. Es gab so einen ganz bekannten Fotografen. Ja, und das Problem ist auch, ihr kennt ja alte Leute wie Sylvester Stallone, die, wenn sie 70 sind oder Schwarzenegger und du vergleichst sie mit ihrem jüngeren Ich, ja, klar. Dann weißt du noch, ah, okay, das ist die gleiche Spezies, Mensch. Aber Demjanjuk war so ein verfetteter Typ, der, wenn du seine jungen Bilder gesehen hast, du konntest gar nicht zuordnen. Das war wie Dragoran-Entwicklung. Du hast so Dratini, ist Dragonier, so eine Schlange. Ja. Dragonier und anders war mal Dragoran. Und du guckst Dragoran, hä? Dratini hat Taten begangen, aber ist das Dragoran? Weißt aber ich fand das am Anfang nicht. Das ist wie fand in den 70ern nicht. Ich finde, wo er ganz alt war, ja? Aber ich fand in den 70ern, wo ich Bilder gesehen habe, dachte mir, doch, das ist so. Ja, er hatte so Halbglatze, voll verfettet und der Junge war so. Überleg mal Garados, Alter. Genau, so, genau. Carpador, Garados, genau, Alter. So kannst du es nehmen. Das heißt, du hast ein Carpador, was Taten begeht. Ja, ich fand sie dann hast so du Garados auf der Anklagebank. Dann hast du Chef Tell. Well, is this really the troublemaker? This looks like a fish. This one is Garados. Das heißt, Chef Tell ist quasi Siegfried von der Top 4. Keine Ahnung, was er ist, Alter. Aber es ist auf jeden Fall eine mega geile Story, Mann. Danke, dass du die Story erwähnt mal, hast, Alter. Die ist krank. Mal, wie krass, wenn du jetzt überlegst, so, der ist jetzt tot und diese Fotografs kamen nur per Zufall raus, weil die Enkel diese Bilder gefunden haben da in einem Museum und dann stand da so der Name von dem mit dem Foto und die Leute so, da war doch was. Da war, genau, das selbe mit Albert Speer. Albert Speer ist gestorben und danach kam raus, warte mal, er hat die Auschwitz designt. So, schön, dass wir mal wieder über Hitler geredet haben. Das Krasse ist, bis ich Salim kennengelernt habe, war ich in meinem Umfeld immer der mit dem meisten Wissen zum Dritten Reich, Dokus gesehen und so. Aber wenn du ihm gegenüber nein, sitzt, du hast keine Chance. Traust dich gar guck mal, nicht, ich habe gedacht, ich mache ihm ein Geschenk, weil ich immer was sage. Vielleicht hat er davon nur im Rande gehört. Nein, bleibst du ganz so geil, Lebenslauf. Er hat noch mit diesem Typen telefoniert, hat ihm noch alles Gute gewünscht im nächsten Leben. Bam. Das Geile weißt ist auch, dass die Hörer jetzt hören können. So, es ist dieselbe Story. Du erzählst sie. Ja, guck mal, ich erzähle dir. Ich lese was drüber irgendwo im Spiegel. Denke mir, ah, spannend. Wie ein normaler Mensch. Ist halt interessant. Mehr auch nicht. Ey, du machst die ganze Studie drüber. Travelmaker. Ja, das Krasse, das Kranke ist halt, als ich gesehen habe, während du erzählt hast, ich habe seinen Blick gesehen, wie er geguckt hat, wusste ich, dass ich in dieser Folge nicht viel beitragen würde und ihn einfach machen lasse. Guck mal. Und das ist 20 Minuten her. Hätte ich nicht zufällig diesen Artikel gelesen, wo, hör auf, wieder irgendwas zu googeln. Nein, sorry. Hätte ich nicht zufällig, das ist das Schlimmste. Hätte ich nicht zufällig diesen Artikel gelesen über diese Fotos, ich hätte gar nicht mitreden können. Da hätte er nur erzählt.
Wollen wir diese Folge so wenden? Hey, wie können die sowas von. Weißt du, was ich jetzt erst mache? Ich muss wenigstens noch eure Reaktion sehen. Chef das ist Chef Dan. Der richtige Karikatur, oder nicht? Troublemaker, RSSI eingeblendet. Ich wollte gerade sagen, das ist so unnütz, was du gerade machst. Das ist legendär. Leute, es war eine schöne Folge. Ey, nächste Folge reden Marvin wieder ein bisschen mehr. Salim ist nicht mehr dabei. Mach's gut, tschüss.